Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Wir haben uns heute zusammengefunden, um zusammen über meinen Müll zu sprechen. Ja, und wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen ein paar gelehrte Beauty-Produkte mit mir durchzugehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich liebe aufgebraucht Videos, denn ich finde es immer richtig cool zu sehen, was eine Person halt so darüber denkt, über das Produkt, ne? Wenn man das wirklich von Anfang an bis Ende halt verwendet hat. Denn hier seht ihr auch wirklich nur leere Produkte. Aussortierte Produkte zeige ich euch so in meinem Flop-Video. Ne, das kommt auch so alle ein, zwei Monate online. Und hier ist allerhand drin. Ne? Also vor allem jetzt irgendwie Pflege, ist klar, das geht halt regelmäßig leer. Und bei mir ist es auch immer so, dass ich, wenn ich ein Produkt verwende, sobald ich es angebrochen habe, wird es aufgebraucht. Also es sei denn, es ist halt nicht gut, dann wird es aussortiert. Ne? Aber das ist tatsächlich relativ selten, weil ich meistens die Produkte dann noch irgendwie zweckentfremde. Aber wir legen los. Ich habe zuallererst hier Slip-Einlagen, die waren eben schon rausgefallen von Yessa. Die mag ich ganz gerne. Ne? Also die halten die jetzt auch nicht irgendwie den ganzen Tag, dann fusseln die auch irgendwann, aber ich mag die. Also ich kaufe die auch immer wieder nach, weil ich finde einfach, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt da eigentlich wohl ganz gut. Dann habe ich einen Lichtschutzfaktor aufgebraucht, das ist in der neuen Formulierung von Daltone, der 50 Plus. Das ist der für normale bis trockene Haut, mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe ja auch die Kooperation mit Daltone, jetzt gerade kein Code, den hatte ich gerade noch zum Anfang des Monats. Und sehr empfehlenswert, eigentlich tatsächlich auch meine liebste Hautpflegemarke. Ich erzähle euch da immer wieder was von. Aber ich teste mich halt auch weiter durch, um halt auch wirklich, wie soll ich das sagen, euch auch wirklich mit kompletter Inbrunst sagen zu können, warum ich jetzt welche Produkte wie gut finde oder halt eben nicht. Ne? Also, dass man da halt auch irgendwie so seinen Vergleich hat. Und ich persönlich komme halt mit Daltone tatsächlich am besten zurecht. Dann habe ich hier von Kaimana einen Intensive Nourishing Conditioner aufgebraucht. Die haben jetzt relativ neu auch diese Produkte ja mit im Sortiment. Ich mochte den Conditioner sehr gerne. Ich meine, dass ich den... Nee, das war das erste Mal, ne, dass ich den verwendet habe. Stimmt, in der kleinen Größe hatte ich den auch aufgebraucht, als ich auf Kreta war. Oh, da muss ich gleich auch nochmal auf meinem Handy gucken, denn ich habe bestimmt irgendwo auch ein Foto gemacht von den Sachen, die ich da aufgebraucht habe. Die habe ich mir nämlich natürlich nicht mehr in den Koffer reingepackt. Auf jeden Fall ein sehr schöner Conditioner. Ich weiß nicht, ob aktuell auch Hair Like Claudi 15 als Code gültig ist, weiß ich nicht. Ne? Also ich habe jetzt aktuell keine Kooperation in dem Sinne, aber ein sehr, sehr schöner Conditioner, der die Haare, also habe ich gestern Abend aufgebraucht, ne, auch schön macht, pflegt die Haare. Generell die Haarpflege von Kaimana mag ich sehr, sehr gerne. Dann, ciao. Dann habe ich mehrere von diesen Balea Q10 Antifalten Augenpads aufgebraucht. Da habe ich, glaube ich, noch eins in der Verpackung drin. Ich mag die ganz gerne. Q10 ist ja quasi, beziehungsweise hier ist ja der Coenzym Q10 Inhaltsstoff drin. Das heißt, es kommuniziert mit der Haut und sagt, hey, Zellstoffwechsel anregen wäre ganz cool. Und dadurch sieht man halt quasi wacher aus. Und das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sowas dann unter den Augen verwendet. Habe ich morgens gemacht. Und ich mag die. Also die kleben halt auch richtig gut. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich mir die nicht zu nah ans Auge dran klebe. Weil das dann zum einen an den Wimpern piekst, also das, ich sollte auch keine Wimpern am besten damit festkleben, und das ist halt ein bisschen dicker, ne, und dann piekst das hier so ein bisschen rein und morgens bin ich halt echt so ein kleines Sensibelchen. Aber ich mag die gerne, also deswegen, ich habe mir die jetzt mal wieder seit Ewigkeiten neu gekauft und mag die auch und empfehle die immer wieder. Und ich habe jetzt auch irgendwann in den nächsten Monaten vor, dass ich vermehrt Balea Pflegeprodukte auch mit euch zusammen ausprobiere und euch da auch eine kleine Review zu geben kann. Dann habe ich hier nochmal Augenpads aufgebraucht, und zwar sind das hier welche von Yuti, Marine Magic, die sind von Nicole gewesen. Die sind witzigerweise auch gar nicht gerutscht. Also Judy hat ja immer mal wieder auch so die Formulierung geändert, und das letzte Mal haben die das Ganze, glaube ich, verschlimmbessert, sodass die so ein bisschen bei vielen von uns brennen und rutschen. Ja, die haben jetzt nicht gerutscht, gebrannt. Naja, die haben am Anfang ein bisschen geprickelt, aber da war jetzt nichts Wildes drin, ne? Und ich mochte das. Also das waren schöne Augenpatches, würde da aber tatsächlich eher zu den Balea Q10 oder eben zu den von Daltone greifen. Ist dann immer auch die Frage, was man so da hat. Ne? Dann habe ich von Isana, ich habe ganz schön viele Augenpads gemacht, die Sweet Feeling Hydrogel Augenpads, beleben da sofort frische Effekt mit Orangen- und Himbeerextrakt. Habe ich auch von der lieben Nicole bekommen. Die fand ich verhältnismäßig relativ klein. Die rutschen, was ich schade finde. Die Feuchtigkeit, die sie gespendet haben, waren gut. Genau. Ich mache auch aktuell, das dürfte dann so nächste, übernächste Woche online kommen, einen Maskentest. Und zwar teste ich 7
Tuchmasken von Action. Also da, wenn ihr möchtet, abonniert super gerne diesen Kanal, da würde ich mich mega drüber freuen, mich einfach auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise zu begleiten. Das wäre schön. Ja, und das würde mir halt auch helfen, ne? Also, ja. Dann habe ich ja als nächstes von Alverde die Babypflegecreme aufgebraucht. Bio Calendula ist das bei Julius, ne? Ich fand jetzt nicht, dass die eine mega krasse Pflege hatte. Ich hatte am Anfang halt auch relativ viele mal gekauft, dass man das auch so vergleichen kann, ne? Dann habe ich hier eine Maske aufgebraucht und zwar von Benefit the Professional Speedy Smooth Quick Smoothing Pore Mask. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die wird nämlich, wenn sie antrocknet, trocknet sie wirklich, ne? Also, ja, das war jetzt gut formuliert. Hier steht auch tatsächlich nur, dass du die 3 bis 5 Minuten drauf lassen musst, bis die Maske tatsächlich auch komplett die ganze Farbe geändert hat. Das heißt, wenn sie trocken wird, dann wird sie ja ein bisschen heller, ne? Und du siehst echt aus wie ein Schlumpf damit. Also ich mochte sie ganz gerne, würde sie jetzt aber so nicht nachkaufen. Ich habe sie auch einmal pro Woche verwendet und ja, das war okay, ne? Also ich fand die okay. Mich hat das Bröseln halt irgendwann genervt, als sie dann halt trocken war und ich dann doch noch irgendwie am Zähneputzen war oder so und das Ganze halt runtergerieselt ist. Naja, dann kann man die vielleicht einfach mal ein bisschen dünner drauf machen. Habe ich versucht, hat dann trotzdem gebröselt. Dann habe ich hier von der lieben Emmy eine Kneipp hautzartes Cremeöl-Peeling. Ja, wie kann ich das jetzt noch in den richtigen, ins richtige Dings bringen? Gar nicht. Ein sanftes Zuckerpeeling mit nährender Ölcreme. Ich persönlich mag tatsächlich lieber das andere, was die davon haben. Da gibt es ja auch noch eins. Ich weiß gar nicht, ob ich davon auch einen aufgebraucht habe. Aber ein schönes Zuckerpeeling, definitiv. Aber wie gesagt, die andere Variante davon in dieser beigen Verpackung finde ich eigentlich so schöner. Ja, dann habe ich hier noch von Dalton die Suncare Prevent and Control After Sun Body Lotion aufgebraucht. Das ist meine liebste Body Lotion von Dalton. Ist eigentlich halt eher eine After Sun Geschichte, weil da halt auch so pflegende Inhaltsstoffe, Panthenol und so ein Kram drin sind, was hautberuhigend sein soll, ist. Und genau, also hier hast du, glaube ich, nicht, also du hast ja auch diese Spirulina Marin Maxima Extrakt, also du hast ja auch Algenextrakt mit drin, aber du hast hier kein Aloe Vera mit dabei, was, glaube ich, für viele auch ganz interessant ist, weil dieses Aloe Vera ist, finde ich, also nicht alle mögen das. Also das ist zum Beispiel nämlich gar nicht klebrig. So wollte ich darauf hinaus, lange Rede, dieser Sinn. Und ich mag das, genau. Ist auch tatsächlich meine liebste Bodylotion von Balea. Dann habe ich ein Produkt, was tatsächlich auch irgendwann mal bei Douglas als Preisfehler für 1 Cent drin war. Mir haben sie die Bestellung ganz offensichtlich nicht storniert. Von Clarins, den Multi-Active Essence de Jeunesse. Das ist ein Toner. Und den mochte ich sehr gerne. War mit Hyaluronsäure und mit, wie auch immer, Red hoch 2, Revitalizing Treatment Essence. Keine Ahnung, was Red hoch 2 heißt. Ich fand es auf jeden Fall sehr angenehm und habe den auch ganz gerne verwendet. Ich habe den einfach auf ein wiederverwendbares Wattepad gemacht und dann so auf mein Gesicht getupft, ne? Und den habe ich morgens verwendet. Mochte ich. Also ein bisschen dickflüssiger, als man das normalerweise von einem Toner erwarten würde. Aber er hat meine Haut sehr, sehr gut beruhigt und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ob ich mir den jetzt so in der Originalgröße nochmal kaufen würde, möglicherweise, weil ich den wirklich gut vertragen habe. Ne? Also mache ich auch nicht bei jedem Toner, dass ich den so gut haben kann. Hier habe ich einen Bottich aufgebraucht, wo wir ja schon mal bei Körperpeeling eben waren. Ne? Überall Kalk und Haare dran. Von dem Asam Bell Glamour oder Bell Glamour ist es ein Körperpeeling. Ich weiß nicht, möglicherweise war meins schon ein bisschen alt. Oder sind die immer so? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe schon länger kein Körperpeeling mehr von Asam verwendet. Nicht nur, dass sich das hier irgendwann natürlich ablöst, ist klar, ne? Das, der Kleber löst sich dann leider unter der Dusche irgendwann. Ich fand das sehr, sehr fest. Also ich musste da halt wirklich immer sehr kompakt dann auch so Stücke rausbrechen und habe das dann über meinen Körper gegeben und mir damit meinen Körper gepeelt. Das ist ein Zuckerpeeling. Der Duft hat mir richtig gut gefallen. Die Pflegewirkung hat mir auch sehr gut gefallen. Ein 600-Gramm-Pot ist meine Ansage. Unser Duschregal war damit quasi schon voll. Und ja, aber auf jeden Fall ein schönes Peeling. Wenn ich nochmal irgendwie eine Wundertüte oder so ein Peeling drin habe, wobei ich mir das, glaube ich, sogar gekauft hatte, dann würde ich das auf jeden Fall verwenden. Ne? Dann habe ich hier ein Cartier Paris weißes Heilerde-Peeling gemacht, aber meine Freunde der guten Kunst der Beauty-Welt, ich habe das nicht an meinem Gesicht gemacht. Nein, ich habe es an meinen Füßen gemacht. Ja, und für die Füße war es okay. Im Gesicht verwende ich nämlich kein mechanisches Peeling, einfach weil meine Haut sehr
sensibel ist. Und wenn ich da dann mit einem mechanischen Peeling drüber rubbeln würde, wird meine Haut sagen, nee, danke, mag ich nicht. Dann habe ich hier ein Deo aufgebraucht, das auch das heute ein so unglaublich guter Duft, Leute. Ich sag's euch, von Far Hot Pool, Winter Splashes, Frozen Raspberry Scent, winterlicher Beerenduft. Ich weiß nicht, irgendwie war das, hatte das aber noch irgendwas Parfümiges mit. Also, wisst ihr, sowas, was Schwereres oder so. Das war sehr, sehr geil. Also das mochte ich wirklich gerne. Also ich bin sehr traurig, dass es leer ist, weil es mir sehr gut gefallen hat. Ich hatte das aber eine ganze Weile im Schrank. Ich glaube, diese LE gibt es nicht mehr, aber ich mochte es. Dann habe ich hier, ja, ne, wir haben zusammen über 300 Lidschattenpaletten hier uns angeguckt und das war quasi meine Unterstützung. Das ist von Fourth Ray Super Fresh All Over Cleansing Towelettes, genau. Das sind ja, feuchte Reinigungstücher gewesen. Normalerweise fürs Gesicht. Ich habe die halt zum Swatches entfernen verwendet, weil ich bin ja wirklich sehr, sehr eskaliert und hatte dann auch sehr intensive Geschichten auf meinem Arm. Habe das Ganze natürlich auch mit Handtüchern, die ich hier hatte, versucht immer wieder abzumachen und so. Aber damit hat es halt am besten funktioniert, ne? Ja. Falls ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet, schaut da super gerne mal vorbei. Dann habe ich hier von Dalton die Regenerant Soja Repair regenerierende Augencreme. Diese Schätzelein hat ja, andere Favoriten, die ich hatte, auch jetzt tatsächlich vom Turm gestoßen. Ich hatte ja sonst die Kiehl's Avocado Augencreme und die Clinique All About Eyes und die All About Eyes Rich. Und ich hatte die All About Eyes Rich von Clinique in der Anwendung, als ich das auch in Anwendung hatte. Also quasi die Clinique morgens und die hier abends. Und die hier ist einfach noch besser für mich persönlich. Ne? Und ich mochte die sehr gerne. Ich hatte die verwendet, als ich eine sehr, sehr irritierte Augenpartie hatte. Da habe ich meine Ansprechpartnerin bei Dalton gefragt, was soll ich machen? Und da hatte sie mir die hier empfohlen. Und ich ja, habe damit jetzt meine liebste Augencreme gefunden. Ich war nämlich von der Q10 nicht so happy, also so mega, dass ich, ne, die so krass euch empfehlen konnte. Genauso auch nicht die Extreme Lift, auch wenn die alle ihre entsprechende Wirkung haben. Aber die waren beide nicht so gut wie die beiden von Clinique, also die All About Eyes und die All About Eyes Cream Rich oder auch die Kiehl's Avocado. Und da habe ich halt wirklich noch nach einem noch besseren Produkt gesucht und das hiermit gefunden. Und ja, sehr reichhaltig, sehr, sehr beruhigend, sehr mild und angenehm. Und die mochte ich oder mag ich sehr gerne. Und da muss ich mir definitiv auch wieder ein Backup von ordern, weil die großartig ist, ne? Gar keine Frage. Dann habe ich einen neuen Rasierer jetzt aktuell in Anwendung. War in einer Box mit drin. Hi Audrey von Intuition. Nee, also da bleibe ich tatsächlich eher bei meinen Männerrasierern, bin ich vollkommen ehrlich, ne? Der passt nicht so gut in meine Halterung unter der Dusche. Der ist irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, dass der so gut rasiert, ne? Aber trotzdem habe ich mich damit schon zweimal sehr böse geschnitten, an sehr, sehr bösen Stellen. Verrücktes Teil, sehr verrücktes Teil. Achso, produziert 2023, ich wollte gerade schon sagen, du bist jetzt aber nicht 2023 abgelaufen, das wäre ja was. Hier habe ich übrigens meine liebste Augenpatches, das sind von Dalton, die Hydrogel iPads, die gibt es im 6er-Pack und ja, die habe ich immer ganz gerne da, weil die halt auch einen langfristigen Effekt so machen und die kann man gut verwenden, wenn du sowieso irgendwas Spezielles vorhast, sei es für mich ein Drehtag oder sei es irgendwie ein entsprechender, schöner Abend oder ein, weiß ich nicht, was soll ich sagen, Hochzeit oder sonst irgendwas, ne? Kommen die wirklich gut und ich mag die sehr gerne. Das ist halt nicht nur Saugnapf, sondern die sind einfach vorhanden unter deinen Augen. Du kannst damit alles machen. Du kannst über Kopf an der Decke staubsaugen, theoretisch. Und die würden halten. Also das ist richtig krass. Ich liebe sie und die haben halt auch einfach eine heftige Wirkung, ne? Mit, keine Ahnung, Plankton und Rotalge, genau, das Ganze verringern. Die verringern wohl die Faltentiefe so ein bisschen und die Krähenfüßchen, Hyaluronsäure geht dann da tiefer in die Haut und macht so Trockenheitsfältchen weg. Panthenol beruhigt, ne? Das ist natürlich eine feine Kiste. Die mag ich sehr, sehr gerne. Sind aber auch ein bisschen pricier als jetzt die Q10 von Balea, haben aber auch eine deutlich bessere Wirkung, um das mal so zu sagen. Dann habe ich hier, von Lux den Natural Sea Sponge. Den hat Julius jetzt in Anwendung, ne? Der war auch irgendwie in der Box oder so mit dabei und der wird unter der Dusche rege verwendet und ich finde es einfach total angenehm, dass er damit halt dann rumspielt, darauf rumkauen kann und keine Ahnung, weil es einfach ein natürliches Produkt ist. So, das finde ich einfach vom Feeling her ganz schön und deswegen gib ihm. Dann habe ich hier einen Augenbrauenrasierer aufgebraucht, die finde ich gar nicht so gut, das sind die von Notino. Die sind sehr, sehr schnell stumpf.
Das ärgert mich ein bisschen, muss ich sagen. Normalerweise habe ich echt lange an so einem Teil, ne? Dann desinfiziere ich den zwischenzeitlich natürlich, wenn ich mir so mein Gesicht rasiere, Oberlippe und Wange und überall im Prinzip, Augenbrauen und so. Und ja, das hier hält vielleicht zweimal. Und das ist sehr schade, finde ich. Ja, Restmüll. Dann habe ich hier von Rituals Smooth Violet Private Collection. Das ist dieses hier. Also ich weiß noch, also der stand bei uns in der Küche, ne? Und ich hatte den irgendwann mal aufgestellt und ich vergesse immer, was ich tue im Prinzip. Also ich habe den hingestellt und vergessen, dass ich ihn hingestellt habe. Und dann stand eine Freundin von mir in der Küche. Da bin ich reingekommen und habe gefragt, oh, was trägst du für einen tollen Duft? Und dann sagte sie, ich habe mich auch schon die ganze Zeit gefragt, was riecht hier so gut? Es war einfach dieses Ding, was quasi an ihrem Kopf stand. Super, denn es stand sehr weit oben. Ne? Und ja, wir haben das beide sehr positiv wahrgenommen. Ein sehr angenehmer Duft, der am Anfang super intensiv war und mit der Zeit dann immer dezenter wurde und wir uns natürlich auch mit der Zeit dran gewöhnt haben. Ich rieche den immer noch ein ganz kleines bisschen hier raus. Riecht schon gut. Ne? Also mag ich persönlich einfach gerne. Dann habe ich Augenpads aufgebraucht von Kiko. Das ist halt für, wenn ich die jeden Tag verwende, weil jeden Morgen, wenn ich eine Maske mache, mache ich mir dann halt auch Augenpads drauf. Das ist einfach so ein Spa-Feeling, so ein ich werde langsam wachgedönsen. Ne? Das war aus der Holiday Premiere-Reihe. Also die gibt es ja wahrscheinlich auch so nicht mehr. War einfach so ein Pöttchen, wo du 30 Paar drin hattest. Und die waren schön. Also die sind manchmal gerutscht, wenn ich mich zu sehr bewegt habe, haben aber einfach Feuchtigkeit gespendet und haben meine Augen einfach ein bisschen wacher aussehen lassen. Was ich schön fand. Also ich habe ja auch die von Essence und so. Und also die von Essence gefallen mir ein bisschen besser, auch wenn die von Essence ein bisschen dicker sind, als die hier waren. Aber ich glaube, nachkaufen würde ich mir die eher von Essence für jeden Tag. Ne? Für spezielle Momente wisst ihr Bescheid. Aber für jeden Tag sind halt von Essence. Guck mal, hier habe ich auch von Kaimana das dazugehörige Shampoo aufgebraucht. Das ist das Gentle Shampoo for Everyday Use. Ich hatte mich gewundert, warum die Schrift hier hinten so blass ist. Und dann hatte mir die Gründerin geschrieben, ja, das liegt daran, dass wir halt einfach so wenig wie möglich wegschmeißen wollen. Und aufgrund des Druckverfahrens, bla, wie auch immer, kann es sein, dass die ersten Sachen, die so gedruckt werden, halt ein bisschen blasser sind. Und die wurden dann halt einfach nicht entsorgt, sondern zum Beispiel an Influencer als PR weitergegeben. Kann ich voll nachvollziehen und fand ich auch echt cool. Weil bevor du sowas weg, das wäre ja traurig, ne? Genau, also hier auch, Hair Like Claudia 15, wenn du Bock hast. Und ein sehr schönes Shampoo, was halt meine Kopfhaut auch wirklich beruhigt hat. Also ich habe das öfters mal, dass ich, also jetzt gerade habe ich es hier auch wieder, ne? Dass ich hier so kleine Pickelchen bekomme. Das habe ich halt auch, wenn ich zum Beispiel, jetzt gerade habe ich meinen Eisprung, wenn das halt so ist, dann fängt das so langsam an, dass meine Haut sich einfach ändert. Das ist sehr zyklusmäßig bei mir. Und dann kriege ich so Unterlagerungen, hier so Pickelchen, sehr, sehr trockene und schuppige Kopfhaut und da hat mir das einfach ganz gut geholfen. Das hat das Ganze ziemlich gut ausbalanciert und kann ich euch empfehlen. Auch eine sehr schöne Art und Weise, das rauszubekommen beim Conditioner mit dem Pumpen und bei dem hier, dass du es oben kurz eindrückst und dann hast du so einen kleinen Spalt, dass du es halt rausmachen kannst. Richtig cool. Dann habe ich hier Skintegra ja mit euch zusammen getestet. Auch hier finde ich es sehr, sehr schade, dass diese ja, Verpackungsgeschichten sich dann im Laufe der Zeit lösen. Ne? Das ist nicht schön, finde ich. Könnt ihr bei Purish bekommen. Das hier war jetzt eine Abendcreme. Die Luna Restore Nourish Calm Damage Repair Cream, genau. Mochte ich. War sehr schön reichhaltig, war sehr angenehm, ist gut eingezogen, aber auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl gehabt hätte, dass ich nichts auf dem Gesicht gehabt hätte. Ich brauche das einfach, dass es ein bisschen mehr ist. Ne? Und hier sind Peptide drin, Calendula, also Ringelblume ist mit am Start. Also ich mochte das. Ich mag es auch, dass es so ein Airless-Container ist. Das heißt, wenn du es halt verwendest, dann wird es so hochgepumpt. Ne? Und da kommt halt keine Luft dran und so. Das ist super hygienisch. Mochte ich. Also ich habe jetzt ja auch die anderen Produkte noch in Anwendung, die ich halt davon ja, angebrochen hatte für den Test. Ja, jetzt heute nehme ich mir das Nachtserum auch mit runter, weil mir eins von Dalton leer gegangen ist. Nämlich, ja, das hier. Ah, diese Überleitung, ne? Sie kann es einfach. geht. Die Niacinamide-Geschichte ist das nämlich. Das ist das High Concentrate für Flawless Skin. Das ist jetzt in der Reisegröße. Ihr bekommt hier natürlich auch in der regulären 30ml-Variante. Das hier war jetzt, glaube ich, sogar im Adventskalender drin. Ich mag das einfach jetzt im Sommer super gerne. Das hält Pigmentflecken auf und mindert so ein bisschen auch so Pickelmale und so weiter. Also ich mag Niacinamide sehr, sehr gerne. Man muss immer nur ein bisschen gucken, wie man das halt so kombiniert. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil nicht jeder Wirkstoff harmoniert mit
allen anderen Wirkstoffen zusammen, was ja auch klar ist, denn jeder Wirkstoff hat ja seine spezielle Wirksamkeit und dann kann es sein, dass unterschiedliche Wirksamkeiten sich gegenseitig nicht gut vertragen. Habe ich euch schon ganz, also ne, ich habe euch mal ein Video über Wirkstoffe, guck mal in der, im i vorbei, da habe ich euch da mal ein Video zugedreht. Mag ich auf jeden Fall sehr gerne, ein sehr gutes Produkt. Und eins der Niacinamid-Produkte, die ich tatsächlich auch am besten vertrage. Genau. Etwas, was ich leider gar nicht so gut vertragen habe und wo auch leider noch ein ganz kleiner Rest hier unten drin ist, ist dieses Produkt von L'Oréal Elvital, das Glycolic Gloss 5 Minuten Haarlaminierungsprodukt zum Ausspülen. Also, du machst dir das ja eigentlich komplett in die Haare rein. Also wirklich auch ansatztechnisch, ne? Konnte ich nicht. Also das hat meine Kopfhaut einfach nicht haben können, ne? Weil du hast hier ja auch irgendwie hier Glykolsäure mit drin. Genau, das ist ja quasi AHA. Das konnte meine Kopfhaut nicht haben. So, ich habe ja eben erzählt, ich habe eine sehr sensible Kopfhaut, weil alles ist irgendwie bei mir sensibel. Und dann habe ich das halt wirklich nur ab Ohrläppchen aufgetragen. Ich mochte die Reihe ehrlich gesagt auch gar nicht so gerne. Nee, die wurde ja schon relativ gehypt, ne? Aber für mich war die nichts. Dann habe ich hier von 111 Skin eine richtig krasse, teure Maske, die Rose Gold Brightening Facial Maske. Ich glaube, die war in dieser Look Fantastic Luxury Box drin oder so, weiß ich nicht. Die hält anfangs nicht, fällt runter und später hält die besser, also weil die halt sehr so flapp, runterflappt. Du musst die auf jeden Fall zweimal verwenden, weil das ist ein sackteures Vieh. Hier sind Niacinamide drin, was ich liebe. Das ist nice, aber nicht für den Preis. Wow, manchmal habe ich echt irgendwie ein Clown gefrühstückt, wenn ich da meine Sachen hinten drauf schreibe, ne? Okay, ja, also das ist auf jeden Fall meine Review zu der Maske. Ich freue mich immer, wenn ich die Inboxen drin habe, ne? Und das ist auch so eine zweiteilige Maske, wenn ich... Ja, ist eine zweiteilige Maske. War das eine zweiteilige Maske? Nein, das war keine zweiteilige Maske. Was rede ich denn hier? Das ist eine einteilige Maske. Auf jeden Fall mag ich die immer sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, ich würde sie mir nicht kaufen, weil die doch recht pricey unterwegs ist. Wenn man einfach mal den Geldbeutel sparen möchte, hat man hier von Balea die bedruckte Lippenmaske. Braucht kein Mensch. Mit Hyaluron und Blaubeerextrakt für zart gepflegte Lippen. Ich habe die von der lieben Nicole geschenkt gekriegt und ich fand sie leider zu papierig quasi, also zu starr. Die pflegt gut, aber ich hab das halt so, dass wenn ich solche Masken, Lippenmasken dann verwende, dass ich da drüber halt nochmal eine Tuchmaske gebe. Dass ich dann halt quasi den Mund so fixiert habe und ja, das brauchst du bei der hier auch definitiv, weil die flappt dir sonst einfach weg. Dann habe ich hier eine Ampulle und zwar habe ich die von der lieben, von Karin habe ich die bekommen, gar nicht von Caro. Das ist die Bikea Nutri Intense Rosenwasserkur mit Rosenblütenwasser und Hyaluronsäure für trockene Haut. Fand ich sehr, sehr angenehm. Hinterlässt leicht cremig-öliges Finish, aber nicht zu viel, fand ich top, mochte ich gerne leiden. Ampullen und ich, wir sind einfach auch sowieso Freunde. Das ist einfach so ein Alternativ zu einem Serumschritt, ne? Also ich mache zum Beispiel auch eine Tuchmaske alternativ zu einem Serum. Je nachdem, was meine Haut so braucht, gucke ich dann hinten auch auf die Inhaltsstoffe und schaue, okay, vielleicht fehlt da jetzt noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit, nachdem ich die halt runtergenommen und einmassiert habe. Heißt, ich mache da jetzt irgendwie nochmal ein Hyaluronsäure-Serum nachträglich drüber. Oder da sind keine Niacinamide drin, bräuchte ich jetzt aber vielleicht mal ein bisschen, also gebe ich mir noch ein Niacinamid-Serum drüber. So, ne, gucke ich dann halt immer. Hier brauchte ich aber kein anderes Serum. Das habe ich einfach solo verwendet und das mochte ich schon ganz gerne leiden. Dann habe ich etwas aufgebaut von Isana und zwar die Cherry Delight Creme Dusche, wo ja viele gesagt haben, dass das irgendwie so ein Nachbar von Tom Ford Cherry sein soll. Ja, weiß ich nicht. Ich kenne den Duft ja nicht. Also ich fand die Dusche okay. Ich mochte die ganz gerne auf meiner Haut. Ich mochte die auch ganz gerne leiden. Hat schön sauber gemacht, hat schön geduftet. Aber der Duft ist schon relativ schnell verflogen. Also das ist jetzt kein Parfümersatz oder so, ne? Ja, fand ich gut. Hat mir gefallen. Kann man nachkaufen. Dann habe ich hier die Menstruationswärmepflaster von Vitalness. Die hatte ich mal bei entweder Aldi oder Lidl gekauft. Ich mag die sehr gerne, sowohl von Facel als auch diese hier, ne? Das ist einfach sehr angenehm. Wenn ich jetzt halt zum Beispiel irgendwie unterwegs bin und nicht unbedingt mein Timitoppi tragen, der heißt Toasty Tummy, so heißt der. Wenn ich den nicht unbedingt dann so tragen kann, weil ich vielleicht was Engeres anhabe oder so, dann habe ich halt diese Wärmepflaster, die ich dann unter meiner Kleidung einfach tragen kann. Und dadurch spare ich mir wirklich die ein oder andere Schmerztablette und das hilft mir einfach, ne? Weil ich nehme halt vieles an meinem Körper immer bewusster wahr. Und spätestens seitdem ich Mama geworden bin, hat sich da echt nochmal einiges geändert, was ja eigentlich positiv ist. Aber es ist tatsächlich auch manchmal etwas schmerzhafter. Genau, noch schmerzhafter als vorher schon. Dann habe ich hier von Sebamed die flüssige Waschemulsion aufgebraucht.
Ich habe mir gedacht, das wäre eine ganz gute Sache für unten rum, weil das war im Sebermed Adventskalender, ne? Fand ich jetzt als Intimwaschlotion gar nicht so gut. Als Duschgel war das gut. So kann man das sagen. Dann habe ich hier von M. Asam wieder was aufgebraucht. Und zwar die Resveratrol Premium NT50, eine Glättungsmaske. Und ich mag die Resveratrol-Reihe von M. Asam schon sehr, sehr gerne. Ich habe von denen auch schon mal ein großes Serum aufgebraucht. Und Resveratrol, genau. Und mag ich. Also auch die Maske mochte ich ganz gerne. Ja, die muffelt ein bisschen. Also die ganze Serie finde ich auch jetzt vom Duft her nicht so mega geil, also das ist schon sehr altbacken, aber ja, ist eine gute Sache, hat einen guten Effekt gemacht, hat so einen Glättungseffekt quasi gemacht, ne? Du kannst jetzt hier nicht wirklich dein Gesicht glätten. Es geht alles eigentlich nur optisch und immer nur temporär. So, selbst diese Maske kann das auch nur temporär machen, aber die Frage ist immer, wie lange hält dann der Effekt an? Meine absolute Lieblingsmaske, das ist die von Dalton Hydrolift Express Maske. Du hast damit halt wirklich ein schönes Bügeleisen-Effekt Ergebnis im Gesicht, aber es ist halt wirklich leider immer nur temporär. Diese Schätzelein 2 bis 3 Mal verwenden, weil du auch ordentlich viel Serum drin hast. Also selbst wenn du die rausnimmst, ne, schön wieder zusammenfalten, rein damit, nächsten Tag drauf. Und wenn du dann noch die Möglichkeit hast, nochmal rein, übernächsten Tag drauf. Ich lieb's. Also das ist meine liebste Maske, die es überhaupt gibt und die macht halt wirklich einiges schön bei mir und gerade wenn man halt sowieso irgendwas in Planung hat, ist es ganz gut, wenn man halt so einen, ja, so einen treuen Begleiter an seiner Seite hat. Die Augenpads habe ich ganz offensichtlich ein paar Mal mehr aufgebraucht, ne, weil ich es einfach gebraucht habe. Dann habe ich einen Hitzeschutz aufgebraucht und zwar von Gatto B, der Schutzengel, 220 Grad Hitzeschutzspray. Ja, das ist einfach so ein Klassiker, den ich auch sehr, sehr gerne immer wieder verwende. Ich verwende sowas nicht, weil ich meine Haare mit Hitze style, sondern weil ich sie einfach föhne. Und ja, vom Föhnen mache ich mir da einfach ein bisschen was in meine Länge und Spitzen rein. Dann wird das hier so richtig schön eingedrückt und dann werden meine Haare geföhnt und das tut denen einfach gut, ne? Also ich war letztens beim Friseur und das ungefähr seit einem Jahr mal wieder und da wurde so ein Stück abgeschnitten. Also, ne, mehr musste nicht sein. Offensichtlich mache ich da irgendwas bei meiner Haarpflege richtig. Und ja, genau. Dann habe ich hier noch eine Fußcreme und zwar von Jean and Len ohne Gedöns, Rosmarin und Ingwer. Fand ich solide. Hat mich jetzt nicht von der Socken gehauen. Haha. Aber es hat halt gut gepflegt. Die fand ich besser als die Elfasid, die ich aktuell in Anwendung habe. Und ja, so ist das halt. So, dann habe ich hier von Ritual, The Ritual of Yosakura, das Pink Sugar Scrub aufgebraucht. Da war nicht viel drin, 45 Gramm, das ist echt ein Tropfen auf dem heißen Stein, hat für 2 Anwendungen gereicht. Ja, das war ganz schön, aber kann definitiv nicht mit Kneipp mithalten, um ehrlich zu sein. Und schon gar nicht mit Dalton. Naja, dann habe ich hier nochmal die Augenpads gemacht, natürlich. Dann habe ich hier auch noch von Isana Life is a Ball, belebend mit Hyaluron und Eigenextrakt gemacht. Das sind diese hier. Tja. Genau, also ich habe da 2 verschiedene von Isana nämlich gemacht und da wollte ich euch was zu sagen. Wo sind denn die anderen? Die sind hier, genau. Das sind nämlich die Isana Augenpads Erfrischen und Glätten mit Hyaluron und Niacinamiden, Happy Day. Das waren nämlich die, wo Patch drauf ist, richtig süß. Also, was ich dazu sagen wollte, ihr könnt, wenn ihr im Rossmann oder halt auch im DM seid, ja auch immer fühlen und ich meine, hier kannst du durchgucken, da sieht man das ja, dass es quasi diese Gelpads sind. Die sind um Längen nicht so gut wie diese hier. Diese hier sind nämlich ähnlich wie die Q10, ne? Das heißt, die kleben auch richtig unter deinen Augen, die rutschen nicht. Die geben auch wirklich ihre Pflege dort ab, wo du sie ursprünglich platziert hast, während die sich einfach übers komplette Gesicht bewegen. Das einfach so als kleiner Hinweis, was ich mir so überlegt habe, was ich euch da definitiv zu sagen wollte. Ich habe es nicht draufgeschrieben, aber ich habe es noch im Kopf, dass ich es sagen wollte. Und so süß wie das ist, wenn so eine Prinzessin einen anlächelt, schaut euch lieber so einen Hund an, ne? Ich meine, das ist immer wieder mit anderen Designs, aber das wollte ich nur mal gesagt haben. Dann habe ich mein aktuell liebstes Haaröl aufgebraucht. Das habe ich mir bei Amazon jetzt auch schon nachgekauft von Londa. Das Velvet Oil Lightweight mit Arganöl und Vitamin E. Das hatte ich irgendwie in der Box oder in einem Adventskalender oder so drin. Und ich finde das so gut, dass ich mir das in einer sehr großen Flasche jetzt auch nochmal nachgekauft habe. War gerade bei Amazon im Angebot und da habe ich zugeschlagen. Ich gebe mir das jeden Morgen in die Haarlängen und Spitzen rein. Das ist immer so, dass ich mir dann 3 Pumper hiervon auftrage. Dann arbeite ich das erst in meine Handinnenflächen. Und dann nehme ich meine Haare zur Seite und dann gehe ich erst so durch und drücke das dann auch richtig rein. Dann gehe ich nochmal so durch und drücke das dann nochmal so strähnenweise ein. Und dann mache ich mir meistens einen Zopf erstmal hinten, einen Bommel.
Und dann mache ich im Laufe der Zeit irgendwann meine Haare auf. Und sie sind wirklich sehr, sehr schön gepflegt. Ich kann euch auch einfach empfehlen, ein Haaröl zu verwenden, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und wenn ihr das Richtige für euch schon gefunden habt. Oder testet euch durch. Keine Ahnung. Habt einfach Spaß, ja. Genau, ich habe mich auch lange Jahre durchgetestet und bin dann bei diesem hier gelandet. Und ich finde es einfach klasse. Also bei mir macht das auch wirklich einen schönen Effekt. Und ich stehe drauf. Dann habe ich von der lieben Caro von Bipa Be Good die 7 Tage Ampullenkur bekommen. Rose und Hyaluron für normale und Mischhaut. Ich habe eine trockene Haut und trotzdem war das super. War angenehm beruhigend. Und ja, vielen, vielen Dank, liebe Caro, dass du dieses coole Produkt ins Tauschpaket gepackt hast. Hat mir gut gefallen. Definitiv, ne? Eine schöne Ampullensache. Da will ich euch gar nicht allzu sehr eine lange Nase machen. Die gibt es nämlich nicht mehr. Von Dalton, die Creme Maske Natural Korrektur. Die gebe ich mir halt sehr gerne sowohl ins Gesicht, um da halt so Pickelmale und so kleine Narben und so weiter mit zu bearbeiten, als auch auf meine Kaiserschnittnarbe. Und meine Freundin Maddie war ja auch schon mal mit dabei, als ich hier einen Trashy ausgepackt habe. Der habe ich jetzt, weil die sich hier irgendwie sowas wegmachen lassen hat, aber irgendwie irgendwas musste sie da entfernen lassen. Und dass sie halt da ihre Narbe behandeln kann, weil das halt direkt auch hier so sichtbar ist, habe ich ihr davon auch ein Pöttchen von mitgegeben. Die ist sehr, sehr gut. Und Dalton, wenn ihr das seht, bitte bringt sowas in der Art wieder raus, also mit diesen Inhaltsstoffen. Das ist schon sehr, sehr geil, ne? Vitamin Regeneration, ich glaube, da ist auch Vitamin A drin, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen mit Sonne und so, aber, ne? Sehr geile Maske. Dann habe ich hier noch was von Kalmana aufgebraucht, das Liquid Hair Treatment für einen unvergleichlichen Glanz, genau, frei von Silikon und so weiter, also auch eine sehr, sehr schöne Sache. Das ist jetzt hier ein bisschen ausgelaufen, das ist halt so ein 10 Sekunden Reinmachding, kannst es ausspülen und dann hast du quasi schon deine Kur in den Haaren. Mochte ich wirklich gerne. Dann habe ich hier von Dalton das Triple Ceramide Serum auch in der kleinen Größe aufgebraucht. Skin Repair definitiv, also das Ceramid Serum, wenn ich euch irgendein High Concentrate so sehr empfehlen sollte, dass ihr euch das definitiv anschauen solltet, ist das dieses hier. Das ist mein absolutes Herzens-High-Concentrate. Ich liebe es. Es ist ein bisschen dickflüssiger, also es ist nicht so pipettenflüssig wie die anderen oder so, ne? Aber es ist richtig geil. Was ich halt schade finde, ist, ich meine, ne, ist nachhaltig, du hast hier eine Glasverpackung, aber du kriegst hier nicht alles raus. Vielleicht wäre sowas besser gewesen, irgendwie in einem Airless-Spender oder so, ne? Aber dann hättest du wahrscheinlich mehr Verpackungsmüll gehabt. Ich weiß es nicht. Das auf jeden Fall in groß holen und freut euch eures Lebens. Das ist wirklich klasse. Ich verwende das auch gerne, wenn ich abends ein Enzympeeling gemacht habe. Und danach gebe ich mir dann halt einen Toner einfach drauf. Und dann mache ich mir das Ceramid-Serum drauf. Eine Nachtcreme, Augencreme. Fertig ist die Laube. Erst die Augencreme, dann die Nachtcreme. So mache ich das. Jeder so, wie er möchte, ne? Schön, dann habe ich hier noch eine Gesichtsmaske von Dresdner Essenz Sakura Kirschblüte drin gehabt. Feuchtigkeit und Glow. Ich fand, die hat sehr intensiv gerochen. Ich mochte die jetzt nicht so gerne. Also die hat jetzt nicht meiner Haut das gegeben, was viele andere Masken ihr gegeben hätten. Ich würde sie nicht empfehlen, ganz einfach. Muss nicht sein. Dann habe ich OBS aufgebraucht. Yay, das ist in der Größe normal, zuverlässiger Schutz, ne? Ich weiß nicht warum, die Originalen funktionieren bei mir meistens am besten, sodass ich weniger Bauchweh habe, aber ich glaube, das ist absolute Einbildungssache. Am allerliebsten verwende ich halt gar keine OBs, also gar keine Tampons, sondern Menstruationsunterwäsche oder eine Menstruationstasse oder so. Einfach, weil ich damit merke, dass es bei mir weniger wehtut. Aber das ist halt, glaube ich, einfach eine Typsache, ne? Da muss man oder kann man, sofern man möchte, ich meine, das ist halt immer ein sehr sensibles Thema, für sich selber entscheiden. Und auch so ein bisschen wegen Komfort gucken, was man einfach machen möchte. Weil ich glaube, nicht jeder möchte sich so eine Menstruationsunterwäsche anziehen. Und nicht jeder fühlt sich damit wohl, auch wenn man es nicht unbedingt so fühlt. Aber man weiß es für sich selber so. Ne? Also meine Erfahrungen davon sind wirklich sehr, sehr positiv, aber ich weiß, dass nicht jeder das möchte für sich und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das sollte halt wirklich auch der absolut intimste Punkt einer Frau sein, wo sie komplett selber entscheiden soll, was, wo, wie, wann sie so machen möchte damit, oder? Meine Meinung. Dann haben wir hier von Garnier Skin Active 500.000 Probiotics Fractions. Reparierende Augentuchmaske. Ich glaube, die habe ich im Action gekauft. Ne? Das ist auch eine ganz tolle Sache gewesen. Das ist so ganz dünnes Vlies.
sehr anschmiegsam und hat einfach auch richtig gut gehalten. Ihr kennt ja vielleicht so diese Superheldenmaske, die es auch von dieser Garnier-Geschichte gibt, die ich auch sehr gerne mag. Und ungefähr dieses Material ist dann quasi hier als Augenpads. Und das hat auch richtig schön was mit den Augen gemacht, schön Feuchtigkeit gespendet und belebt und so. Ich mochte das. Sah sehr gut aus. Mildert feine Linien, optisch sicherlich ein bisschen und hat auf jeden Fall alles ein bisschen frischer ins Gesicht gegeben. Das habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr meine Project Pen Updates guckt, schon gesehen, dass ich hier den Lip Designer Holiday Crush von M. Arthur Magic Finish aufgebraucht habe. Ich bin ein bisschen stolz, ne? Da war jetzt nicht die Welt drin. Nee, aber innerhalb von einem Monat habe ich das Ding gerockt. Die 0,005 Gramm oder was sind hier drin? Jo, yay. Man kann sich auch mal über die kleinen Dinge des Lebens freuen. Ne? War eine schöne Farbe, definitiv. Sollte man den nochmal irgendwie im Adventskalender haben oder so, verwendet den. Der hat so einen ganz leichten Glow quasi mit dabei gehabt. Und ich mochte den. Den kannst du auch gut kombinieren mit Lipgloss oder sowas. Julius hat leer gemacht. Von Bübchen, Shampoo und Duschkiel. Das ist Pikachu. Ne? Pokémon. Das hat nach Zitronenkuchen gerochen. Süß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, ne? Das war halt irgendwie cool, aber ja, ich persönlich bin dann halt eher ein Fan davon, dass ich halt irgendwelche Baby-Dream, Baby-Love-Geschichten hole, sensitiv und dann halt irgendwie unparfümiert oder so. Naja, dann habe ich hier von Ebelin noch einen Augenbrauenrasierer. Das sind die Dinger, die halt wirklich gut halten, ne? Also eben hatten wir ja schon den von Notino, der nur so zweimal gehalten hat. Der hier geht ein bisschen mehr steil. Ja, jetzt die Frage, Claudi, wie oft rasierst du dein Gesicht? Relativ regelmäßig, ungefähr einmal pro Woche, würde ich mal so sagen. Ja, mache ich das so, wie das im Internet beschrieben und vorgegeben wird? Nicht immer. Manchmal nehme ich mir auch einfach das Ding, bin ich vollkommen ehrlich, ne? Nachdem ich mein Gesicht gewaschen habe, dass ich das hier einmal kurz desinfiziere, da habe ich ein trockenes Gesicht und gehe dann einmal so richtig drüber, ne? Manchmal mache ich das halt wirklich gar nicht mit großer Vorbereitung und Öl und hasse nicht gesehen, sondern ich mache das einfach, weil mich das dann irgendwie in dem Moment stört. Und dann gehe ich hier so lang, ne? Und dann geht die Party ab und ich freue mich einen Keks, dass alles dann etwas haarfreier ist. Auch das muss jeder für sich selber entscheiden. Bei mir ist es einfach so, dass ich das für mich persönlich angenehmer empfinde. Ich finde auch einfach, dass Foundation besser hält, dass Pflege besser einziehen kann und so. Und ja, ich habe das einfach gerne. Dann habe ich noch in der alten Verpackung die Hydrogel-Augenpads von Dalton aufgebraucht. Wow, war ich fleißig. Jo, dann habe ich hier noch von Dalton die Mineral Care Dry and Irritated Skin, die Todesmeerfeuchtigkeitscreme. Die ist richtig, richtig, richtig gut, wenn ihr sensible Haut habt. Muss ich wirklich sagen, kann ich euch mega empfehlen. Das ist irgendwie, vor allem mit irgendwie Panthenol und so, ohne Parfüme und super mild formuliert und so, aber trotzdem reichhaltig genug für meine trockene Haut tatsächlich geeignet. Also ich würde fast schon sagen, dass das meine liebste Gesichtscreme von Dalton ist. Auch wenn das jetzt nicht so die ansprechendste Verpackung von allen ist. Also da habe ich jetzt wirklich gerade auch so ein paar neue Favoriten, die ich dann auch direkt aufgebraucht habe, ne? Muss ich mal kurz an dieser Stelle erwähnen. Nur mal so am Rande. Also merkt euch das gerne, wenn ihr möchtet. Mitte nächsten Monats gibt es wieder einen Code. Dann habe ich hier von Action die Zahnzwischenraumviecher aufgebraucht. Das sind halt so Dentalsticks, ne? Im Action sind die am günstigsten. Ganz einfach. Also ja, da würde ich die halt auch immer wiederholen. Auch wenn die tatsächlich von der Qualität von dieser Zahnseide, die dazwischen ist, nicht die besten sind. Also da sind tatsächlich die, die ich aktuell in Anwendung habe. Das müsste Rossmann sein. Etwas besser. Naja, aber hier sind mehr drin und die sind günstiger. Eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation für einen. Ja, das ist noch eine Verpackung. Dann habe ich hier eine MZ Skin bei Dr. Mariam Zamani. Das war die zweiteilige, die ich meine. Anti-Pollution Hydrating Face Mask. Das ist diese hier. Ist super, aber nur einmal anzuwenden leider, weil die sehr, sehr dünn ist. Ne? Und ja, auch nicht genug Serum dann drin war, als dass man das dann in irgendeiner Art und Weise nochmal da hätte über Nacht reinpacken können. Aber trotzdem eine sehr schöne Maske, wenn man die irgendwo drin hat, auf jeden Fall verwenden. Und nicht verschwenden. Ja. Dalton hat jetzt ja auch diese Enzym-Peeling-Geschichten. Ja, ich habe sehr viel von Dalton. Ich war auf dem Event und habe alles zu Hause dann leer gemacht natürlich. Die haben jetzt dieses Enzym-Peeling in einer anderen Verpackung. Da hast du mehr drin zum echt günstigen Preis. Und das habe ich aktuell auch in Anwendung. Aber
Hier habe ich noch einen so einen Stick. Ich mag sehr gerne das Enzympeeling, weil das meine Haut auf eine sehr milde Art und Weise peelt und regeneriert und einfach gut ist. Dann habe ich hier von Uncorrupted Beauty, das ist noch aus einer ehemaligen Kooperation, Oil to Milk Face and Eye Makeup Remover oder Cleansing Balm. Ich fand nicht, dass es wie ein Cleansing Balm war. Das war halt eher wie so ein Reinigungsgelee oder Reinigungsgel. Also für mich persönlich nicht geeignet. Als erster Schritt beim Double Cleansing habe ich dann als morgens Gesichtsreinigungsprodukt aufgebraucht. Ja, fand ich solide, aber wie gesagt, als Double Cleansing Produkt jetzt nicht so meins. Dann habe ich hier noch etwas von Caro bekommen, und zwar von Bikea Nutri Intense Rosenwasserkur. Die hatte ich ja eben schon. Und auch hier habe ich drauf geschrieben, dass ich die einfach super fand. Top, etwas dicker als Rosens, beruhigt und pflegt. Danke, Caro. Ne? Also da habe ich die dann tatsächlich von zwei lieben Zuschauerinnen bekommen. Auch von Bikea habe ich die Lifting Kur Age Defense für reife Haut. Erst leicht brennen, schäumt und klebt, aber nach Creme tolles Ergebnis. Genau. Ja, ich mache mir da immer meine Notizen, weil manchmal dauert es ja echt wieder einen Monat, bis ich es dann in der Hand halte und euch was dazu sagen kann, ne? Dann habe ich hier von dem lieben Maxim Parfumo Doccia, das ist Aromatherapie Nights Beauty, und da habe ich so eine Duschbombe quasi drin gehabt. Das ist ganz angenehm, wenn du einfach Bock drauf hast, dein Badezimmer in einen Wald zu verwandeln und wie so eine Art Waldspaziergang zu duschen. Ist es etwas, was man unbedingt braucht? Nein. Ist es etwas, was die Stimmung geben kann? Ja, definitiv. Also wenn man Bock drauf hat oder sowas halt auch verschenken möchte, kann ich das auf jeden Fall empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Dann habe ich hier eine Dr. Botanicals 2 Turmeric Maske verwendet. Superfood Restoring Treatment Mask. Tolle Feuchtigkeit zum Wochenstart. Habe ich montags verwendet. Hat mir gut gefallen. Würde ich immer wieder verwenden, aber nicht aktiv selber kaufen. Dann habe ich hier eine kleine Geschichte von Balance. Brave New Hair Soothing Moisturizing Leave-In Scalp Tonic. Das habe ich schon vor einer Weile aufgebraucht, aber Julius hat meinen Korb umgeworfen und dann habe ich das letztens wiedergefunden. Das habe ich auf der Kopfhaut verwendet und das hat wirklich gut getan. Also das war jetzt mit AHA und fermentierter Aloe und das habe ich halt vor allem im Winter verwendet gehabt, aber ich mochte das sehr, sehr gerne. Habe ich nach dem Duschen abends verwendet und meiner Kopfhaut hat es gut getan. Würde ich jetzt im Sommer wahrscheinlich eher weniger verwenden. Hyaluronsäure habe ich hier aufgebraucht von Colibri Skincare. Hyaluronbooster verbessert die Spannkraft der Haut spürbar. War gut. Ja, also, ne, Colibri Cosmetics ist ja auch super gehypt und da wollte ich halt ein bisschen mal was ausprobieren. Dann habe ich zwei Mascaras aufgebraucht, die sind auch schon ein bisschen älter. Einmal ist es diese hier von Love, glaube ich, diese Hook It Real Good Mascara. Das war eins der letzten Produkte, die Love rausgebracht hat. Die war so gut damals, aber jetzt mittlerweile ist die halt einfach nur noch sporadisch existent. Also, das ist nicht mehr so unbedingt die feinste Kiste am Bürstchen, ne? Mensch, da hatte ich doch direkt einen Krümmel in der Tröte aufgrund dieses Bürstchens. Auf jeden Fall. Hast du in diesem Gummibürstchen so kleine Häkchen mehr oder weniger drin gehabt? Damit hast du die Wimpern richtig krass gegriffen und es ging auch wirklich gut ab. Also die mochte ich damals auch sehr, sehr gerne. Jetzt mittlerweile ist sie halt leider nicht mehr so, ne, da. Also nicht mehr verfügbar und sie ist halt auch nicht mehr auf den Wimpern so da, weil einfach zu lange offen. Dann habe ich hier von Douglas die Vice Versa 2-in-1 Hybrid Brush Mascara. Die habe ich auch aufgebraucht tatsächlich. Also sowohl die Love als auch die Vice Versa habe ich als Kombi-Mascara jetzt zuletzt bei mir im Schminktisch gehabt, weil die halt schon ein bisschen länger offen waren, dementsprechend halt nicht mehr so geschmeidig. Und dann habe ich die mit sehr zum Beispiel mit der Firework von Maybelline kombiniert, ne? Weil die konnte das dann entsprechend ausbürsten. Und hier habe ich halt so ein ganz fancy, krasses Bürstchen. Es ist im Prinzip so eine Kombination aus Gummibürstchen und Faserbürstchen, auch richtig abgefahren. Weiß ich nicht, ob es die noch gibt. Ich weiß, als ich die das erste Mal aufgetragen habe damals, hatte ich so krasse Wimpern damit. Wow. Apropos so krasse Wimpern, ich habe meine alte Wimpernzange aussortiert hier von Catrice. Die gibt es jetzt ja auch in einer neuen Variante in etwas, ich glaube, das hier ist jetzt die matte alte, genau. Und ich habe die jetzt in der, oder habe ich die jetzt vertauscht? Ich weiß das nicht mehr. Nee, Quatsch.
Doch. Oh, Leute, ich hätte hier gerade fast einen Fehler gemacht. Oh mein Gott, ich habe die beiden vertauscht. Ich habe die falsche in die Kiste geworfen. Das ist nämlich die alte, die wird jetzt auch aussortiert. Ich dachte nämlich gerade schon, sind die nicht jetzt neuerdings matt? Und ich hatte jetzt aber die, ja, auf jeden Fall ist das hier die alte. Und man sieht es auch, ne, das Gummi ist natürlich total hinüber. Und sie ist halt jetzt auch sehr wabbelig in ihrer Art und Weise. Und wenn ich jetzt die neue habe, ist die nämlich nicht mehr so, dass du dich hier unten so doll zusammendrücken kannst, ne? Das heißt, sie ist jetzt auch deutlich sicherer und irgendwann sind solche Produkte halt dann einfach Uppe. Meine Güte, das wäre jetzt was gewesen. Gut, dass wir hier sitzen und reden, Leute. Hier habe ich auch noch Ersatzgummis für. Die habe ich natürlich bei der alten Wimpernzange schon längst aufgebraucht gehabt. Dann habe ich einen Eyeliner aufgebraucht, der auch sehr gut war. Der Liner Pow von Revolution. Der ist jetzt mittlerweile einfach mit einer nicht mehr ganz so guten Spitze ausgestattet. Also die ist jetzt sehr, ne, abgeknickt. Und dann malt der halt auch nicht mehr so gut. Also da kommt auch nicht mehr so gut Produkt raus. Den Eyeliner an und für sich mochte ich aber sehr gerne. Dann habe ich hier ein Shogun oder Shogun Produkt mal von der Zuschauerin geschenkt bekommen. Baby Care Latte Corpo. Also das ist ein, eine Bodylotion für Kinder gewesen, also für Julius. Und ja, die war ganz schön, die hat ganz gut geduftet. Das war noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo er auf die Idee gekommen ist, sich alle solche Packungen zu greifen und quasi selber das Produkt entnehmen zu können. Das heißt, das hier ist noch relativ clean geblieben. Und dann habe ich hier noch zu guter Letzt ein Enzympeeling-Stick aufgebraucht und ein Duft, den habe ich heute Morgen noch aufgebraucht. Philly and Phil Eve Goes Eden, ein Parfum mit 3 Millilitern. Von Uniqlo habe ich das im Adventskalender drin gehabt und das war halt so eine kleine Probegeschichte. Das ist ein ganz abgefahrener Duft. Also das ist ja auch so ein Nischenduft, ne? Also etwas, was nicht jeder so für sich trägt und kennt. Also nicht so ein klassisches Yves Saint Laurent Libre zum Beispiel. Wenn du den erst drauf machst, hat er sowas sehr Schweres und was leicht Muffiges. Aber im Laufe der Zeit wird der super, super schön und fühlt sich so warm blumig an. Also warm im Sinne von umarmend. Also sehr, 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 sehr cool. Den mochte ich auch wirklich gerne. Würde ich mir den in groß kaufen? Keine Ahnung, was der kostet. Das müsste ich nochmal herausfinden. Müssen wir mal gucken. Kommt auf den Preis an. Aber ich war sehr, sehr glücklich über den Duft und habe den deswegen auch sehr gerne aufgebraucht. Wobei halt auch irgendwie mit einem traurigen Augen. Achso, kommen wir jetzt noch zu den Produkten, die ich ja, auf Kreta aufgebraucht habe. Strumpfhosen haben sehr gut gehalten. Die Haarmaske war auch sehr, sehr angenehm. Schön feuchtigkeitsspendend. Und ja, ansonsten, die Produkte kenne ich, liebe ich, finde ich großartig. Kann ich absolut empfehlen. Und ja, das war mein Aufgebraucht-Video. Ich habe hier mein Körbchen leer. Mein Müll liegt um mich herum. Und jo. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Produkt ihr so zuletzt aufgebraucht habt. Und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, gern Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.